Meine lieben Leute, meine lieben Lebowski-Fans, Big Lebowski-Fans, uns haben wir das mal gesagt, lass uns bowlen, Dude. Und ich heiße euch ganz recht herzlich hier auf der Bowlingbahn willkommen. Ne, wir haben jetzt hier, guck mal ganz kurz ins Invent. Moment, das wollte ich gar nicht. Bowlingkugeln dürfen nicht von der Bowlingbahn entfernt werden. Ja, haben wir Glück gehabt, ich wollte auch ins Inventar, gute Frau. Und wir haben jetzt hier die Bowlingkugel, die benutzen wir jetzt mal mit. Wo ist das Taschentuch? Benutzt das Taschentuch. Genau, das haben wir letztes Mal nämlich ein wenig manipuliert. Es sieht wirklich disgusting aus, aber das brauchen wir jetzt mal. Jetzt sollte es klappen. Okay, lass uns bowlen, Dude. Das muss reichen. Ja. Siebenmal 61 Punkte. Eine Durchsage. Larry Laffer hat gerade den Bowling-Wettbewerb mit der absoluten Höchstpunktzahl von 300 Punkten gewonnen. Glückwunsch, Larry. Danke. Das hat richtig eingeschlagen. Auf jeden. Das war ein absolutes Spiel. Pardon. Da gibt es auch eine Bundy-Folge, wo Al, glaube ich, den absoluten Rekord, das absolute Spiel brechen will und... Ich glaube, wer es denn letztendlich bricht, ist Peggy. Ich kann es nicht genau sagen, aber auf jeden Fall bei den Bundys dreht sich ja auch einiges ums Bowling, wie wir wissen. So, okay, das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall den Wettbewerb gewonnen. Dann gucken wir mal ganz kurz, wie wir jetzt aktuell hier so stehen. Na, wir haben ja jetzt den... Oh, Leisure Suit Larry ist am Führen. Captain Thys Tafel zeigt in grafischer Form die relativen Fortschritte der Spitzenreiter in ihrem Liebhaberpreis. Deine Pfuscherei hat sich ausgezahlt. Jetzt lass dich bloß nicht erwischen. Natürlich nicht. Immer für wird hältst du mich. Gut, das heißt, wir sind auf Platz 1. Das heißt, wir sind gar nicht schlecht dabei. Jetzt will ich nochmal ganz kurz gucken. Inventory. Ist das unsere TLP-Punktekarte? Ansehen. Ach nee, Moment. Das war jetzt verkehrt. Das war verkehrt. Wo ist unsere TLP-Karte? Das ist sie. Okay. Hufeisen, Crabs, Bowling, Liebesmeister. So, jetzt müssen wir Kochmeister schaffen. Okay, da wäre ich ganz gerne wieder raus. Moment. Denn wir haben noch nicht gekocht, liebe Leute. Wir müssen kochen. Und wir haben aber auch die gute... Ja. Ich weiß. So langsam kommen die Erinnerungen wieder. Wir müssen in den... Wir müssen, glaube ich, auch den Anzugswettbewerb noch gewinnen, ne? Was machen wir als erst? Machen wir als erst hier, bekleidungsfreier Pool? Oder machen wir jetzt erst, wir gehen erst nochmal jetzt hier zu der guten Drew Barrymore. Das ist auf jeden Fall... Stimmt, wir können gar nicht. Wir müssen ihre Klamotten holen. Ihre Klamotten sind, glaube ich, das richtig in Erinnerung habe, hier. Benutzen. Wo ist... Da ist der Hausmeisterschlüssel. Oh nein! Wie soll ich denn in diesem Haufen jemals Drews Koffer finden? Das ist ja wie die Sache mit der Stecknadel im Heuhaufen. Zwei. Ich weiß nicht mehr genau, was zwei war. Ach, das ist genau, das ist die Kokosmilch. Und was sehe ich hier, liebe Leute? Es dürfte der letzte sein. Vampy... Letzter Countdown in diesem Spiel? Yeah, baby! Yeah, baby! Yeah! 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 Wie wird nicht angezeigt? Was? 31 von 32? Hatten wir nicht schon 31? Okay, dann fehlt doch noch einer. Tut's mir leid, ich dachte, wir hätten schon... Echt, hatten wir erst 30?
Da muss ich beim Rennen aber nochmal gucken, liebe Leute. Da irgendwas passt da nicht. So, pass mal auf. Ist auf dem Namensschild an dem Koffer steht Drew Barrymore. Endlich mal ein bisschen Glück. Echt, hatten wir echt erst 30? Alter, bin ich jetzt gerade echt super ratlos. Ich dachte, wir hätten schon 31 gehabt und das wäre jetzt der letzte gewesen. Aber gut, wir gucken auf ihn. Wir nehmen jetzt erstmal Drews Klamotten, ne, und... Ja, gehen zurück aufs Schiff. Gucken uns hier erstmal ein bisschen um. Sehen wir hier irgendwas? Ist hier irgendwas aktiv? Ne, ich sehe nichts. Gut, dann gehen wir wieder raus. Wir gehen jetzt zum kleidungsfreien Pool, denn Drew, Baby, wir haben jetzt hier auf jeden Fall dein, ne, das, was sagt er so schön, es ist scheiße, dass du eine Frau anziehen musst, weil eigentlich das Spiel geht in die andere Richtung, ne, sagen was wie es ist, ne. So, pass mal auf hier, wie heißt der, Dick, war das Dick, genau, ne, Dick, pass mal auf hier, oh. We are sorry, you have incurred in a game error, please restart, bla bla bla, okay. Da muss ich jetzt ganz kurz mal schauen, liebe Leute. Irgendwie ist es gerade abgepfiffen. Wir probieren mal. Ich bin gleich wieder bei euch, wenn es denn dann läuft. Moment, bitte. Meine lieben Leute, so, ich bin jetzt wieder da. Ich habe jetzt soweit nochmal gespielt, dass wir jetzt wieder hier sind. Wir gehen jetzt mal direkt an dem guten Dick vorbei. Mal gucken, ob das Spiel das mitmacht. Ich bin ehrlich, ich weiß es nicht genau. Ich hoffe es. Tut mir leid, Kumpel, aber hier ist Ende für dich. Ja, nun wieder. Was denn jetzt? Na du kannst so nicht in den Pool. Wie? So? Na so eben, du weißt schon, mit dem Koffer. Wirklich? Und warum nicht? Befehl vom Purser. Du könntest dich ja heimlich anziehen oder sowas. Okay, in Ordnung. Kann ich ihn dann hier lassen? Passt du für mich drauf auf? Kumpel, sehe ich aus wie ein Gepäckschalter? Ach was, weil du es bist. Okay, lass ihn hier. Willst du wieder deinen kleinen Freund? Schätze schon. Ich habe mich irgendwie dran gewöhnt. Ich auch. Ah, solange das keine Sucht wird. Okay, ne, zwei, genau, das war die Kokosgeschichte. Und wir haben jetzt vor allen Dingen die Klamotten gekriegt und gemacht und bla bla bla. Ich will jetzt mal ganz kurz safen. Ich kann mich erinnern, dass es vielleicht damals echt auch immer abgestürzt ist an der Stelle. Ich meine, irgendwann gab es da mal ein Problem, aber ist egal. Jetzt aktuell läuft's. Ich hoffe, es läuft auch weiterhin. So, pass mal auf, Drew, mein Schätzchen, wir müssen jetzt mal reden. Denn, ne, es ist Hallo, so. Drew. Hey, Baby. Oh, Tag, Larry. Ja. Was macht das Trompeten? Ja, pass mal auf, ne, dafür, ne... Du würdest den zwei... Ja, ja, pass mal auf, dafür, das muss ich einfach machen. Das ist Fanservice, das ist... Geht nicht anders, liebe Leute, ne, das ist, ja... Ich habe ja auch schon was für die weiblichen Fans getan, ne, und das ist auf jeden Fall für... Koffer, genau, wir haben deinen Koffer, Drew, Baby, ne... Wir sind echt da gewesen, wir sind vom Gorilla misshandelt worden und, ja. Drew, ich hab deinen Koffer. Wirklich? Wo ist er denn? Ich musste ihn im Umkleideraum lassen. Ja. Los! Aber Larry, dann muss ich ja völlig nackt über das Deck promenieren und jedem hier meinen knackigen, braunen, durchtrainierten, nackten Körper zeigen. Ja, ja. Klasse! Oh. Ja, ja, auf jeden Fall klasse. Liebe Leute, das ist extra klasse. 784. Hey, Larry, aus dem Weg. Genau, Leffer, du Sau, du. So, da sind wir, du. Nicht so toll, aber geräumig. Okay, Larry, gib mir nur eine Minute. Ich spring schnell unter deine Dusche und wasch mir die Sonnencreme ab. Warum sollte man die Frau da... Was hast du jetzt? Wasserdampf ist jetzt nicht das Einzige, was aufsteigt. Das kann ich mir vorstellen. Wallpaper für... freigeschaltet. Ja, okay. True BPM. Aha. Achtung bitte. Eine Durchsage. Jetzt nicht. Heiner hat gerade mit einem neuen Schiffsrekord den Wettbewerb im Nacktcurling gewonnen. Okay. Heiner, ich gratuliere. Wieso komme ich an den Blues Klamotten nicht dran? Das ist... True. Jetzt hast du schon so weit. Ja, ja. Wenn du sie jetzt noch irgendwie aus der Dusche rausbekämst. Ja, ja. Sollen wir drüber reden, Baby? Das ist... Drew, kommst du bald raus? Eine Minute noch, Larry. Ich muss noch diese Lotion abkriegen. Wenn die sagen wasserfest, dann meinen die das auch. Okay, können wir denn... dann? Das ist, Gleitcreme? Verschwende das wertvolle Zeug nicht. Ja, okay. Das hat einen mächtigen Wunsch. Das haben wir gemerkt. So, andere gezinkte Würfel, Klopapier... Biebermilch.
Biospray, vielleicht helfen wir dir ein bisschen. In diesem Spiel solltest du es dir verkneifen, fremde Leute. Okay, jetzt hast du... Okay, ja. Das ist irgendwie, das ist alles ganz, ganz schrecklich, denn... Ich weiß, was wir jetzt machen müssen. Ich weiß, das ist... Larry, lass uns nochmal... Ach, True Barrymore. Barrymore. Das ist, ja. Ihr könnt es euch vielleicht denken, ne? Das ist schön heißes Wasser und das passiert bei uns auch im Haus, ne? Wenn da irgendwer die Spülung betätigt, dann wird's ganz heiß oder ganz kalt, wie auch immer. Das müsste sie da rauskriegen. Du Bastard, das war's. Ich bleibe keine Sekunde länger und zum Pool brauchst du gar nicht erst zu kommen. Warte! Naja, das scheint ja gut gelaufen zu sein. Baby. Na gut, wir haben ein paar Punkte gekriegt, aber wir haben Drew verloren. Das ist, was haben wir hier? Diese Sicherheitsdusche entspricht in puncto Design und handwerklicher Verarbeitung nicht. Hatten wir schon. Ah, plus schon. Klar. Hatten wir schon. Wir gehen trotzdem noch zu Drew. Baby. Ich weiß es nicht, ob es jetzt wieder abstürzt. Ich will mal ganz kurz hier nochmal safen. So, sichern. Wir gehen nochmal durch. Hi, Dick! Wo ist denn der gute alte Jumbo? Der steckt bestimmt nicht in diesem Anzug. Drew ist weg. Wir haben sie vergrault. Wir haben Drew vergrault. Das ist ja schrecklich. Aber was haben wir da, liebe Leute? Diese Sicherheitsdusche entspricht in... Also, das ist gut. Naja. Plus, klar. So, pass mal auf. Wir haben jetzt hier aber... Schimmel. Der Wasserdampf von Drews Dusche hat eine schmale Schimmelschicht entstehen lassen. Und wir brauchen ja Schimmel, Freunde. Das wissen wir ja nicht. Und das ist schon die Sicherheitsdusche. Das ist auch die Sicherheitsdusche. Das ist... Wir nehmen den mal. Denn wir wissen, wir müssen ganz schreckliche Dinge machen. Das ist hier Kabine 501. Aha. Ich will jetzt aber nochmal ganz kurz zum Purser. Ich will nochmal ganz kurz hören. Lefty sitzt wieder an der Bar. Wo mag denn wohl der letzte Dildo sein? Ich dachte, wir hätten schon alle, aber wahrscheinlich nicht. So, Annette anbumsen. Richtig, das war... Onassis anbumsen und das war Annette anbumsen. Wir fragen den Purser mal. Was hat er so von weiß? Ich habe Interesse an Ambumsen. Oh, da bin ich ganz Ihr Mann. Ja, ja. Nein, ich meine, ich suche nach einem Passagier namens Ambumsen. Schade. Ich gebe prinzipiell keine Informationen an die Öffentlichkeit. Auch nicht solche, die Ambumsen angehen. Mhm. Bitte zahlen Sie 2,75 Mark für jede weitere Minute. Mit diesem Telefon. Ja, das Problem ist, wir brauchen das irgendwie, aber egal. Wir müssen jetzt hier nochmal, wir müssen nochmal nach unserem Konto, glaube ich, fragen. Beschwerde über das Zimmer, mein Konto. Ich bin ein wenig in Sorge über die Belastungen auf meinem Konto. So, das klicken wir mal ganz kurz weg. Wir machen jetzt hier nochmal, ich glaube, wir müssen das jetzt nochmal ganz kurz schauen. Drücken. Gute Idee. Ist immer noch hell. Damit der hell? Es heißt Okay, so, pass mal auf, wir gehen wieder raus. 1134, aber das gibt's leider auf der Map nicht. 501. Och, ja. Ihr Kontostand ist ja wohl nicht der Rede wert. Nur 19 Mark 12. Okay. Da bin ich jetzt ehrlich, Leute, weiß ich nicht mehr ganz genau, wie ich das machen soll. Ich habe Interesse an... Wir können da mal ganz kurz sich unterhalten. Wir nehmen mal andere. Ich gebe mal 1134 ein. 1134. Macht er nicht. Will mal Annette? Ich habe Interesse an Ambumsen. Der kommt ja gleich. Nein, okay. Na gut, okay, pass mal auf. Dann gehen wir jetzt noch mal ganz kurz
zu unserem wirklichen Liebling, ne? Das ist die gute Peggy. Da bin ich wieder, Miss Peggy. Ach, ist sie nicht Hallo, Arsch. Okay, die hat noch nichts mehr zu verkaufen. Wir sehen uns später, Miss Peggy. War mir ein verfluchtes Vergnügen. Genau. Ja. Okay. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir Achtung, jetzt kochen. Bitte. Was? Eine Durchsage. Ja? Antje hat soeben den Strip-Twist-Wettbewerb nach Punkten gewonnen. Moment, jetzt muss ich nochmal, warte, nein, Moment, Inventory. Da komme ich jetzt nicht ran, Moment. Du bist hier, Diese Lebensversicherungspolice in Höhe von $1 Milliarde ist ausgeschrieben auf Aristoteles K. Ambumsen. Als Begünstigte wird Annette B. Ambumsen angegeben. Die Police verströmt einen äußerst Okay. Gut. Gut, ich würde vorschlagen, wir kochen jetzt, liebe Leute. Wir kochen jetzt. Wir machen jetzt allerdings. Ich bin ehrlich, ich weiß jetzt nicht durch den Abschluss, wie viel Zeit ich verloren habe. Darum sollte die Folge jetzt ein bisschen kürzer sein. Tut es mir natürlich leid, verzeiht mir das. Wenn sie länger ist, haben wir wieder mal Glück gehabt, aber ich weiß es nicht genau. Aber das Kochen machen wir in der nächsten Folge. Ne? Und dann da wird noch einiges auf uns zukommen. Das muss ja gut vorbereitet sein. Ne? Ihr wisst, Küche ist ein heikles Thema. Ne? Und sag ich jetzt mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und verbleibe, wie gehabt, in diesem Sinne, ab in die Rinne von Hallo, ciao, ciao, sagt euer Speak 45 Meisterkoch. Und das werden wir praktizieren.